Tag 220. Ich beschloss zur Abwechslung, wieder mit dem Boot umherzufahren. Der erste Weg führte mich über den angelegten Kanal zur Umsetzstation am intramarinen Wasserfall. Ich könnte das Burggebäude auch Bootshebewerk bezeichnen. Aber hier muss ich das Boot heben oder zwei Boote besitzen, auf jeder Seite eines. Ich fuhr weiter über das Meer. Der Kompass stellte sich jetzt nicht mehr so sinnlos heraus, denn er zeigt immer zurück auf mein Haus. Entweder zeigt er dahin, wo ich ihn gebastelt habe, oder dahin, wo mein Wiederbelebungspunkt ist. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie ich wieder zurückkomme. Somit erfüllt der Kompass einen guten Zweck, ist sogar besser als die Kompasse in meiner früheren Welt, die ja immer nur in Richtung Norden wiesen. Kein Wunder, dass er am Haus nur Unsinn anzeigt, denn da laufe ich ja immer in der Nähe des Punktes herum, mal links, mal rechts. Die Karte war irgendwann am Ende angekommen. Diese automatische Karte hat nur eine begrenzte Größe, also muss ich in weiter entfernten Gefilden eine neue Karte benutzen. Ich muss sie wahrscheinlich sogar dort bauen, weil sie ja sofort anfängt aufzuzeichnen. Wie dem auch sei, nach längerer Fahrt kam ich wieder an dem Dorf an. Die Bewohner waren auch nach 55 Tagen nicht wieder zurück. Ich befürchte, sie kommen nie wieder. Ich schlug meine Bettstatt wieder in dem Haus mit dem Bücherregal auf und verschlief die Nacht. Nicht ohne zuvor mal in den Büchern geblättert zu haben. Wie zu erwarten war, habe ich nichts entziffern können. Tag 221. Ich fuhr weiter und weiter nach Süden, an haushohen felsigen Ufern vorbei, bis ich eine etwas größere flache Insel fand, auf der ich eine meiner einfachen Unterkünfte mit Signalturm errichtete. Besonderes ist von dieser Etappe nicht zu vermelden. Tag 222. Wie es der Zufall so will. Am Morgen sah ich mich genauer um und entdeckte im Frühdunst weit im Südosten ein weiteres Dorf. Es war etwas größer und hatte sogar eine Kirche und eine Schmiedewerkstatt. Aber auch hier gab es keine Bewohner. Ein weiteres Geisterdorf. Es gab Brennöfen in der Schmiede und eine Werkbank in dem Haus mit dem Bücherregal. Etwas seltsam war nur, dass das Dorf einen Brunnen hatte, unter dem eine Höhle war. Deshalb war es schwer, dorthin zu gelangen. Aber es war ja nicht mein Problem, denn ich lebte ja nicht hier. Ich werde hier übernachten und dann wieder zurückfahren. An einer Bergwand, die ich auf der Herfahrt gesehen hatte, traten Kohleflöze zutage. Wenn ich sie wiederfinden würde, dann würde ich dort etwas abbauen. Tag 223. Am Morgen erlebte ich eine unangenehme Überraschung. Das Boot war weg. Vielleicht war eine der zahlreichen Kühe darauf herumgetrampelt und hatte es versenkt. Zum Glück habe ich jetzt immer ein Ersatzboot mit. Ich setzte mich hinein und fuhr los. Den Kohleberg, den ich auf der Hinfahrt gesehen hatte, fand ich nicht wieder. Wahrscheinlich war ich eine andere Strecke gefahren. Dafür sah ich schneller als erwartet das erste Dorf. Ich werde es jetzt A-Berge nennen. Das zweite Dorf nenne ich B-Tal. Es war zu früh, um in A-Bergen zu übernachten. Ich fuhr noch ein Stück weiter. Der Kompass tut jetzt gute Dienste, denn er scheint wirklich auf meine Heimat zu zeigen. Vor lauter Aufregung fiel mir der Kompass an einer sehr tiefen Stelle ins Meer. Ich tauchte hinab und fand den Kompass am Grunde, bloß schnell wieder hinauf. Mein Luftvorrat ging schon zu Ende und ich kam völlig außer Atem wieder an der Oberfläche an und konnte mich mit letzter Kraft ins Boot ziehen. Nicht weit entfernt war eine kleine Insel mit Schutzhütte aus meiner ersten Seereise, in der ich mich zur Nachtruhe legte. Tag 224. Das Umsetz- oder Bootshebewerk sollte ich besser markieren. Fragt sich nur wie. Auf dem Meer kann ich nichts bauen. Vielleicht sollte ich auf nahen Inseln Masten mit abgekippter Spitze errichten, die in Richtung des Hebewerks zeigen. Der Weg von zu Hause dorthin ist mir inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Andersherum kann ich das nicht sagen. Trotz des Verfahrens war die Reise doch etwas erfolgreich. Ich konnte an einem Steilhang Kohle abbauen. Wenn ich die Kanalstrecke erst hinter mir habe, dann sehe ich schon die Springbrunnen im Garten und die Schlossfassade. Da gibt es gar kein Problem mehr.